Der Kinderbuchklassiker Emil und die Detektive hat Schriftsteller Erich Kästner schlagartig weltberühmt gemacht. Die Geschichte wurde mittlerweile in rund 60 Sprachen übersetzt. Den Illustrator von Kästners Werken, Walter Trier, kennen hingegen nur wenige. In der Internationalen Jugendbibliothek im Schloss Blutenburg sind seine Zeichnungen jetzt in einer Ausstellung zu sehen. Das Markenzeichen ist, dass diese Bilder von einer unglaublichen Eleganz des Striches sind. Die sind sehr, sehr komisch, aber nie bissig komisch, sondern sehr liebenswert komisch. Und er hat eine leuchtende Farbigkeit. Das bekannteste ist das sogenannte Triergelb. Das haben wir auf dem Cover von Emil und die Detektive und auf anderen Covern auch. Dieses leuchtende, wirklich so lebensbejahende Gelb. Im Zentrum der Ausstellung stehen 60 Originalillustrationen von Walter Trier. Zudem zeigt die Internationale Jugendbibliothek private Fotos des Künstlers und das Cover von Emil und die Detektive in groß. Kinder können diesen Raum begehen, sie können sich da auch fotografieren lassen, einmal Emil spielen oder Gustav mit der Hupe spielen. Und wir haben im Zentrum auch die Konferenz der Tiere. Das ist sicher das ernsteste Kinderbuch, was die beiden geschaffen haben, aber sehr, sehr aktuell, weil es darum geht, dass die Erwachsenen nicht fähig sind, Frieden zu schließen. Sie führen ständig Kriege und reden miteinander, aber es passiert nichts. Und daraufhin entschließen sich Tiere, für Frieden zu sorgen und sich für die Kinder einzusetzen. Also das ist ein hochaktuelles Thema und das steht auch mit im Zentrum dieser Ausstellung, dass Kinder die Möglichkeit haben, sich auch mal zu äußern und zu sagen, wie sie sich eigentlich eine Welt in Zukunft vorstellen. Obwohl die Zeichnungen mittlerweile über 70 Jahre alt sind, wirken sie immer noch zeitlos und modern. Das hat einen Ton, der immer noch funktioniert und das liegt sicherlich auch an diesem Humor, den diese Bilder haben. Man hat so viel Witz und so viel Spaß dran. Und die Farbigkeit ist nach wie vor so, dass man das Gefühl hat, Walter Trier hat eben noch seine Palette irgendwie angerührt, also die Farbe auf den Pinsel geholt, um dann zu malen, weil es so eine frische Farbigkeit ist. Zur Ausstellung gibt es auch Workshops für Schulen. Die Internationale Jugendbibliothek zeigt die Illustrationen von Walter Trier noch bis zum 22. September.